Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Die Gruppe ist wieder vollzählig, das heißt, der Anubis ist da. Servus. Moin Moin. Der Xar. Moin. Und Titano, wie gewohnt, ohne Hi. Textur. Natürlich. Also, da ist Verlass drauf. Es gab zwar Updates, das Spiel hat mal wieder ordentlich Patches erfahren, aber nee, bei Danu ist alles beim Alten. Also, es bleibt das da. Das wird auch nicht am Spiel liegen. Ja. Wird ein Fehler irgendwo in meinen Dateien sein. Wahrscheinlich. Aber ich will ihn gar nicht korrigiert haben. Nee, das ist so Kult. Also wenn das irgendwann mal nicht mehr sein sollte, dann muss man sagen, ist das schon enttäuschend. So, wir haben hier unten die Höhle. Und da, ja, hier müssen wir mal nach Ressourcen schauen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben, dass wir hier dann doch mal auf Eisen stoßen. Das ist bisher immer noch nicht, ne? Nein, bisher leider noch nicht. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hier ist noch ganz schön dunkel, sehe ich gerade. So. Genau, und ich werde da draußen noch ein paar Felder anlegen. Ja, Essen brauchen wir nämlich auch wieder reichlich. Ja, ja, Fleisch hole ich dann in der Früh wieder. Da werde ich groß Jagdtag machen oder so. Wo ist denn der Stein hin, der da drin war? Ich habe mir draußen rausgenommen, um Koppel rauszuholen. Stein ist ganz unten. Okay. Stein ist ganz unten in den Kisten, die da übereinander stehen, ganz in der unteren. Da ist richtig viel Stein drin. Ah, ich seh's. Beziehungsweise im Mülleimer lag, glaube ich, auch noch. Das ja, habe ich gerade umgelagert. Ja. Das habe ich gerade umgelagert, weil ich gesehen habe, dass in anderen schon ist. Wenn du Cobblestone machst, dann kannst du ja dort Cobblestone hinsetzen, wo ich grab, oder? Eigentlich wollte ich gerade noch ein bisschen buddeln, aber ja, klar, kann ich auch machen. Beziehungsweise, fertiger Koppel liegt auch schon in der Kiste neben der Forge. Okay, komm mal. Wo waren nochmal die? Ah, da. Okay, ja, das reicht. Dankeschön. Das heißt, ich kann trotzdem buddeln. Ja, du kannst buddeln gehen. Juhu, lass uns ich buddeln baue uns gehen. Meine zweite Forge. Okay. Jetzt wird er großspurig. Wir haben noch nicht mal mehr Eisen gefunden. Der baut schon die zweite Forge. Wir werden es brauchen. In welche Richtung soll ich denn graben? Puh, also wir haben jetzt eigentlich ja schon so ziemlich alle Richtungen abgegrast. Vielleicht in die Richtung. Und ich versuche es mal hier rüber. Die Richtung. In welche Richtung soll ich? Sorry, guck nochmal hin. Hier rüber. So. Da so, quasi zurück. Okay. Genau, so praktisch unter die Treppe sozusagen. Na gut. Und ich setze hier meine Fackel hin. Ja, ein paar habe ich noch, nicht mehr arg viele. Okay, das ist dann doch recht dunkel gleich. Brauchst du meinen Minerhelm? Ja, den würde ich direkt mal nehmen jetzt. Ja, dann komm her. On my way. Ich bin draußen im Garten. Im Garten, im schönen Garten. Ja, irgendwo muss ich ja da um die Gartengestaltungen zu kümmern. Wir machen es uns ja sehr gemütlich hier, muss man ja mittlerweile sagen, ne? Also. Na, Moment, ich lasse ihn dir gleich mal. Oh Gott, fallen. Hoffentlich geht das gut. Und Drop. Bitteschön. Hab ihn. Gut, dann viel Spaß damit. Wer kommt denn gleich mit mir die Schatzkiste ausheben? Was war nochmal an und aus vom... F. Ah, wie Schatzkiste. Ja, weil ich noch ein Rezept, noch eine Schatzkiste in der Leiste habe. Ja, 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 wir haben noch ganz viel Schatzkisten, Schatzkarten, da müssen wir mal... Nee, das sind keine Schatzkarten, das sind Quests. Das sind Missionen. Das sind Missionen, die du meinst. Nee, Schatzkarten hat man doch auch, oder nicht? Ja, die wo wir letztes Mal ausgehoben haben. Also, deine. Ja, ich dachte, wir hätten dann noch eine gehabt. Dachte ich jetzt. Ah, nee, mehr. Ja, nee, stimmt, wir hatten aus dem Schatz raus, hatten wir ja so Quests rausgeholt, genau. Oh. Genau. Die müssen wir auch irgendwann anschauen. Dann können wir gleich nochmal Schatz suchen gehen, klar. Lass mal die Nacht jetzt nochmal umgehen. Die scheint ja sehr ruhig zu sein gerade. Das kann auch noch sein, dass die, keine Ahnung, 4 oder 5 nochmal reinkommen. Ja, ja. War ich nicht. Und dann. Irgendwann merke ich es mir nochmal. Was? Wo was liegt. Dann weiter. Weil spätestens, wenn du es gemerkt hast, räumen wir es um. Ja, ja. Ja, ich bin auch eigentlich bei den Kisten nur am Durchklicken. Das ist lustig, wenn man es nicht selbst macht. So ein Lagersystem. So habe ich eine Blutung.
vielleicht noch mal eine Spike reingelaufen. Vor der Haustür, diese Spikes sind ja manchmal so ein bisschen... Da überlege ich auch noch, ob wir die denn wirklich brauchen oder ob wir die vor der Haustür nicht wegmachen können. Ich glaube, die können wir wegmachen. Die sind ja eigentlich eher nur für uns gefährlich, also... Ich werde sie wegmachen, ja. Ja, hier unten gibt es neue Texturen seit dem Patch. Nicht nur da unten, es sind auch oben, also Baumwolle und so hat auch neue Texturen gekriegt. Die Baumwollpflanzen selbst, oder wie? Ja. Ah, okay. Wobei ich die Icons von den Cotton Blends ein bisschen, naja, finde, die sieht man irgendwie kaum mehr, also nicht mehr so wirklich gut wie früher. Also jetzt, wenn es in der Kiste oder Inventar liegt. Mhm. Hm. Werden wir gleich mal sehen. Haben wir irgendwo noch Tallow? Animal Fat? In irgendeiner Kiste könnte da, glaube ich, noch was drin liegen. Ja, nur drei, das sind nicht viele. Hast du die ganzen Fackeln jetzt aufgestellt, Koya? Nö, ich hab nur das, was ich im Inventar hatte. Jetzt habe ich noch vier, aber ich glaube, es waren auch noch in den Kisten, die Fackeln. Ah, okay. Ich meinte beim Werkzeug habe ich die gesehen, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ja, ich schau einfach mal. Sollten es nicht. Und diese Ressourcen sieht man richtig, wenn man jetzt hier also buddelt und ich stoße auf Eisen, dann erkenne selbst ich das, ja? Ja, yep, solltest du. Das war eine mutige Aussage. Solltest du. Naja, hat sich abgeschwächt mit solltest du. Solltest du eigentlich. Also du hast doch sicher schon, wenn du draußen unterwegs warst, die Kohle und das weiße Zeug da schon mal gesehen. Kohle jetzt so bewusst, glaube ich nicht. Also nee, sind so kleine schwarze Hügelchen. Ja, diese weißen Hügelchen kenne ich. Kohle? Weiß ich jetzt nicht. Und Kohle sieht genauso aus, nur eben schwarz. Mhm. Und genau so sieht das jetzt hier unterirdisch auch aus. Ja, aber es sind nicht so kleine Hügelchen, oder? Sondern... Nö, das sind wirkliche Adern. Mhm. Die wachsen ja schon wieder Bäume im... Ja, die lasst du aber noch. Die mache ich dann weg. Die hatte ich doch gesetzt gehabt, bevor du die anderen weggemacht hast. Was ist denn gegen die Bäume einzuwenden? Mag der unsere... Jemand nimmt die Sicht. Mag der unser Garten, unseren Garten nicht? Nein, dem gefällt meine Garten. Nein, nur die Bäume. Nicht. Das gibt's ja nicht. Er ist doch Anubis. Muss dauernd was zu meckern haben. Eine echte Frechheit. Bäume sind einfach wichtig, ja? Wer das Ark-Let's Play kennt, weiß das. Ja? Bäume in der Basis sind sowieso immer die heiligen Bäume. Okay. Die dann auch immer klammheimlich nachgepflanzt werden, weil man sie mal irgendwie. Und klammheimlich weggeholzt werden. Naja. Ah, 3:30 haben wir es ja schon, ihr könnt es bald los. Oh ja. Ja, so gegen 4, denke ich, oder? 4, 5. Wann hören die auf zu rennen? 6. Um 6. Jetzt würde ich sagen, sind es da. Wollte gerade sagen, ich höre was. Hört sich ganz so an. Müssen wir da gucken? Nö, ne? Nö, das sollten, glaube ich, alle. Die laufen stumpf in die Spikes und sagen aua. Genau. Ja, im Idealfall schon. Im schlimmsten Fall sagen unsere Spikes aua. Ach bitte, die habe ich ja letztes Mal so professionell repariert. Ja, ja. Ja, da passiert eh nichts mehr. Wir haben ja so ein paar Tipps auch wieder bekommen, wie wir diese Wand da irgendwie stabilisieren können mit oder beziehungsweise diesen Überhang bei der Wand machen können mit Gittern, oder wie war das, ne? Ja, das wechseln wir noch aus. Da gibt es so Gitter, durch die man durchschießen kann. Mhm. Sind ganz praktisch. Die man nach unten ballern kann, aber da muss man wohl aufpassen, dass dies halt nicht zu tief ist, so wie ich das verstanden habe, sonst können auch die Zombies von unten nach oben durchschlagen durch diese Gitter, ne? Müssen wir also entsprechend hoch sein. Ich habe vor, unsere Mauer noch zu begradigen und ordentlich zu machen, aber es dauert halt ein paar Tage. Achso, die Hügel wechseln sozusagen. Ja, das auch und ach du Scheiße. Dass wir nicht mehr so oft hupfen müssen auf unsere Mauer. Hm. Weil es ist ja absolut nervig, wenn dann vielleicht. Ja, wir können doch einfach Treppen machen, oder? Ja. Da muss man es nicht begradigen, das ist ja sehr, sehr viel, was man dann aufstocken müsste wahrscheinlich. Ja, aber dafür kommen die Zombies da nicht hoch. Ja,
Ja, Danu ist da Profi drin. Kommen sie so oder so nicht, denke ich mal. Also wir haben sie ja schon relativ hoch, die Mauer. Also sollte ja eigentlich nichts passieren. An den meisten Stellen ja, nicht an allen. Hast du was auszusetzen an meiner schönen Mauer? Natürlich niemals, lieber Kuja. Ich merke das schon. Ich finde die Bäume übrigens auch scheiße. So. Eisen. Was? Wie? Eisen? Ach, der hat doch gecheatet. Jetzt ist besser, Kuja, nachdem du gemeckert hast an den Bäumen. Nein. Okay. Da hat der tatsächlich. Zeig mal her, Eisen. Und ich setze hier noch was. Ich fackel. Wie sieht denn das aus? Also, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. So hell ist das. Moment, F. Wie, das ist. Also, das rechts oben, was so leuchtet, das ist Eisen. Also, das, was ich jetzt wegschlage. Also, ja. Bei mir ist die Kraft. Bei mir ist da. Ich sehe. Was? Wo ist denn der Eisen jetzt? Oben das, was hier so, das was so, was so, nee, also du soll hast ich dir helfen, Danu? Kannst du machen, da, ja. Hier, wo ich jetzt hinleuchte, das ja. ist schwarz, das ja. ist Kohle. Das ist Kohle, und ja. Und hier oben, das, was so hell leuchtet, das ist Eisen. Das scheppert dann auch, wenn man draufschlägt. Aha. Ja, gerade eben, also bevor du da draufgeschlagen hast, war bei mir die Grafik da auch irgendwie noch verbuggt. Das kommt noch dazu, da war so wie Cobblestone sah das aus. Oh, okay, nee, also bei mir aber leuchtet das richtig. Ja, ja, jetzt, dann danach war es auch, ja, aber, ja, okay. Ja, gut, dann muss ich mal, keine Ahnung. Mal gucken. Wird mir bestimmt auch noch begegnen. Tätig werden. Ich will das auch. Ich meine, ich kriege ja immer ein bisschen Eisen hier mit raus, aber das ist ja nicht so die Welt. Also, man kriegt hier 37 Eisen aus einem Vorkommen raus. Also, oh. aus einem so einem kleinen Pelökelchen. Ja, und der war jetzt dann aber auch weg, also dann. Ja, ja, klar. Ein Schlag jetzt, und dann ist er weg. Ist jetzt kein großes Eisenvorkommen, dass man da so eine Ader hätte, der man nachgraben könnte und... Kann es auch geben, aber halt nicht so oft. Also ich habe hier, glaube ich, eine richtige Ader. Hier hat's Eisen en masse. Hm. Man hört's. Dieser Xar, dieser unmögliche Xar. Habe ich dir schon gesagt, wie man nennen wollen? Also wir sind ja eindeutig für eine Umbenennung von Xar auf Trüffelschweinchen. Trüffelschwein passt. Bin ich sofort dabei. Ja. Ja, das war nicht eigentlich ein Eisenschweinchen? Nee, du bist ein Trüffelschweinchen. Ja, das gut. Ist ja so egal, was wir suchen, eben. Du findest das. Den Schatz hat er ja auch gefunden, die Kiste. Wir haben da den halben Boden abgetragen in dieser Karte, ja. Und den Schatz hat am Ende er gehabt. War doch klar, oder? Ja, natürlich war das. Eigentlich war es also, von vornherein klar. Ich frage mich nur, warum wir da überhaupt immer noch mitgehen. Weißt du, man kann den einfach machen. Wir können da oben naja, sitzen. Damit wir die Zombies von ihm fernhalten. Hm. Achso, dass ich nicht kaputt gehe. Wir sind das Kanonenfutter, Koja. Länger was an mir habt. Oh, ja, stimmt. Trüffelschweine muss man pflegen. Mhm. Pflegen und füttern. Und voll einhalten. Also, bespaßt mich! Bespaßt mich, yay! Yeah. Oh ja, halt dir mal eine Knarre vor die Nase, mal schauen, ob ihm das bespaßt. Oh oh. Das ist unser Trüffelschwein. Da halte ich keine Knarre davor. Darf ich? Nein, aber du darfst den Berg fertig abtragen. Tja, also bei mir ist mal wieder nur Stein. Ja, aber brauchen wir ja auch. Ja, ja natürlich. Ist ja auch super. Muss ja auch einer machen. Brauchen wir wirklich tonnenweise Kohle, ja? Weil sonst kann ich keinen Beton herstellen. Mhm. Ja, wir haben ja nur ein paar tausend bereits. Nein. Nicht mehr. Ich habe eben gewütet. Oh. Hast den Betonmischer angerührt? Nee, aber ich stelle jetzt ein paar Forges, oder? Wir stehen momentan zwei Forges. Eine ist rein für Zementherstellung und da habe ich gerade 2000 Steine reingejagt, damit die schmelzen und damit der Beton rausbauen kann. Ja. Aha. Also, buddel um dein Leben. Oh Gott. Ich will aber nicht mehr. Ihr dürft ja eh bald aufhören, es ist ja genau. Schon gleich 5. Es ist schon gleich 5, dann rüste ich mich jetzt mal lieber für unsere spannende Schatzsuche. Esst und trinkt vorher noch was, gesagt und ja, wer geht Schatzsuche? Ich. Ja, dann geh du essen. Was trinken. Ich hab schon. Ich muss erstmal Stamina auffüllen. Oh, ich bin so fertig mit der Welt. Und nehmt euch ein Bier oder ein Honig mit und trinkt einen Tee. Bier oder Honig? Ja, für Stamina. Da auch lieber das Bier. Mal schauen, was haben wir denn da so? Honig macht.
Stamina plus 20, aber minus 1 Hydration. Auch Honig würde ich aufheben, weil der die Infektion heilt. Heilt, genau. Okay. Ah ja, den sollten wir aufheben. Fullness plus 5 ist allerdings dann dieser... Ach, das ist Bier gewesen, Entschuldigung. Bier hat minus 1 Hydration, okay. Ja, aber dafür kannst du ziemlich lang sprinten, da deine Stamina nicht mehr wirklich runtergeht. Oh, ich nehme mal die Yucca Fruit mit. Ist auch gar nicht schlecht. Ein bisschen Wasser. Da. So, nee, Quatsch. So. Oder? Oh, so. So. Gut. Dann. Huch. Ich will auch noch ein Bier. Ja, du kannst Bier, kannst du dir nehmen. Da, das rühre ich nicht an, das Gesöff. Das macht minus Hydration. So, das nehmen wir. Small Stone, da rein. Wieder einige Steine da. Ich mache den Miner's Helm in die untere Kiste, Danu. Okay. Das bleibt hier. Ach, Eisen muss dann darüber, ne? So. Gut, wir können. Warum kann ich das Bier nicht greifen? Was soll denn die Kacke hier? Ah, jetzt. Das Bier hat sich geweigert. Wie wird sich nicht geweigert? Oh Mann, da hat eindeutig Anubis gekramt, so wie es ausschaut. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme noch was zu essen mit, lieber. Werden wir unterwegs finden. Ja, weiß ich nicht. Wir sind, Lieber so. Halb gesagt, dann mal ich los. Ich nehme noch. Ich nehme noch eine Notfallschaufel mit, eine zweite Schaufel mit. Wenn ich wieder. Achso, Supply-Kiste. So, schauen wir mal, was kriegt man davon. Oh, nicht viel. Na komm, ess schon. Gott, ja, so. Da hat eindeutig Anubis gewütet. Ich mein gegraben. Na gut, okay. Dann können wir. Viel Spaß. Halt, Schaufel sollte man mitnehmen. So Schaufel sollte man mitnehmen. Fällt mir da ein. Macht Sinn, habe ich gehört. Bei einer Schatzsuche macht eine Schaufel Sinn. Stand extra echt? In den Kommentaren. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, dann danke für den tollen Tipp. Wäre es ja peinlich, wenn du ohne losgegangen wärst. Ach, das hat man doch das letzte Mal schon. Ja, ich weiß, ich hatte eine Schaufel. Ich fand, das war gar nicht peinlich. Nö, überhaupt nicht. Mir war das nicht peinlich. Kuja, soll ich schon mal vorgehen? Hier ist nichts mehr peinlich. Nöll hier nicht rum, du Baumtöter. Ja und? Runter mit dir, los, lauf, zack. Weißt du, jetzt endlich was Sinnvolles machen? Wir gehen jetzt was Sinnvolles machen, ja, so. Sterben. In der so Gegend rumstehen. Ich habe so eine Ahnung. Ich habe auch so eine Ahnung. Sag nicht, dass wir durchs Feld müssen. Doch, natürlich. Du weißt schon, dass da Hunde sind. Tününü? Tününü. Ich muss mal schauen, wer gleich quiekt. Vor allem sehe ich ihn nicht mehr. Was schätzt du, wer Fününüt vorher? Also ich würde auf einen Obis tippen. Okay. Ah, da ist auch die Werkstatt. Wollen wir die gerade dann noch mitnehmen? Können wir gerne machen. Moment, dann skill ich aber noch auf. Dann skill ich aber noch auf Mr. Loot hier. Bedeckt halt, dass ja auch eine ganze Weile am Schatz rumbuddeln werdet. Ja, dann müssen wir halt nochmal uns einbunkern irgendwo. So, den Quality Show. Den leveln wir einmal und dann hier. So. Ich gehe dann mal jagen. Wenn du die Schatzkiste findest, wäre es dann, glaube ich, auch sinnvoll, dass ich die aufmache, oder? Wenn du auf Qualität gelevelt hast, ja. Ja, habe ich jetzt ordentlich. Und den Quality Show habe ich halt auch. Also insgesamt, wenn irgendwas jetzt zu looten ist, am besten... Zumindest sagen wir mal die Tresore und so. Ich finde jetzt bestimmt im Müll Lied. Na ja, gut. Was ist denn das wichtig. Hier? Ja, doch, Workings, das ist tatsächlich so eine Werkstatt, ja. Beziehungsweise so ein. Weiß ich nicht. Oh Mann.
Das brauchen wir. Wobei, eigentlich soll ich da auch fast kurz vorbeikommen, weil ich ja Werkzeug mache. Und? Dass ich die Rezepte gleich lernen kann, dann müsst ihr die nicht immer mitschleppen. Guten Tag! Ja, oder du wartest, ob sie überhaupt was finden. Eben, wir müssen erstmal gucken, ob wir hier in den Kisten was finden. Wie gesagt, wenn du mich mehr looten lässt, Anubis, dann kriegen wir mehr raus. Es sei denn, du hast das jetzt auch gelevelt. Mehr nicht, aber halt bessere Qualität. Ja. Oh, mach mal auf da. Bin ja am Tun und Machen. Ja, hier drüben. Die was Kiste. Was sind da drüben noch? Achso, ich dachte, da wärst du schon dran gewesen, weil du davor gestanden hättest. Nein, du hast ja nun Quality gelevelt. Toolset. Also wenn ich... Tools Die Set, weiß ich nicht, was es ist. Wood Frame und Rebar Frame. Keine Ahnung. Hier kannst du dich auch gleich dran versuchen. Was ist denn das? Tools und Die Set. Oder was ist das? Tool und Die Set, Moment. A tool used in the forge to unlock receipts. Oh. Was gehört? In the forge? Mhm. Cool. Sledgehammer. Ah. Das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Ganz toll, wenn du Zombies umhauen musst, ja. Echt? Wirkt das gut? Oh, ja. Ja. Moment. Mit über Stufe 300, ja. Und mit ein bisschen Übung. Ja gut, okay. Der hat, einem mal runter. Der hat Stufe 91 zugegebenermaßen nur. So, wir haben, den könntest du aber dann gleich scrappen, wenn es ein Iron ist, weil da haben wir zu Hause bessere. Bin gleich überladen hier vor lauter Loot. Ich glaube, dann kommen wir erstmal zurück und laden aus. Ja, klar. Was habe ich denn gerade noch gefunden? Eine Wrench habe ich gefunden. Das ist immer gut. Hier hast du noch mehr zum Looten, Koya. On my way! On my way! Ich auch schon herstellen, glaube ich. Mal schauen. Leer. Und. Fire Axe und. Ja. Toll. Nochmal, aber gut, dann können wir die zweite Forge damit auch noch ausstatten. Da sind. Da waren noch. Ob ich einen Bär mit dem Vorschlaghammer schaffe? Na, ich würde es nicht ganz gern. Okay, dann gehe ich doch einen anderen Weg. Wäre besser, glaube ich. Herr Anubis? Ja. Ich tu dir mal was in die linke Kiste, also hier in die von der bei den Dreien, die da stehen. Tu ich dir mal in die linke ein bisschen was rein. Du musst mir mal Zeug abnehmen. Und wenn du meinst, dass man scrappt, dann scrappst es. Da du eh hier der Meister der Forges bist, tue ich auch alles, was für die Forge ist, da rein. Iron Shovel kann man wahrscheinlich auch scrappen. Die Wrench behalte ich mal. Das Ding, was haben wir noch? Die Iron Schaufel hebt sich lieber auf, wenn es dann gleich Schatzeskram malt. Ja, ich habe eine große dabei. Ja, gut, könnte sein, dass die kaputt geht, gell? Eben. Mach du, Mann, ich mache in der Zeit den Tresor hier mal kaputt. Ja. Huch, das wollte ich eigentlich dahin. Ach, das geht gar nicht. So, da hast du dann ein bisschen Zeug drin. Was ist das denn? Ich sag jedem, sie sollen essen. Ich selber esse nichts. Ah ja. Okay. Noch ein Sledgehammer und noch eine Fire Axe. Die kann ich aber scrappen dann, ne? Ein 34er Fire Axe. Jo, ja. Da kann ich deutlich bessere herstellen. Dann scrappe ich den Sledgehammer auch. Alter! Du Trüffelschweinchen! Ich hab doch gerade gesagt, ich hab da irgendwie dieses komische Zeug für die. Haben wir ein neues Trüffelschweinchen? Ja, haben wir. Okay, cool. Ich hab hier eine Radkappe, wenn ich das richtig sehe. Da kann man irgendwie eine Mine mitmachen. Ja, mach kaputt. Brauchen wir nicht. Die Mine nicht? Nein. Okay. Die Gefahr, dass du da reinrennst, ist viel zu groß. Aber. Wäre doch lustig. Da ist was dran. So. Ich glaube, die hat die Gemine Tresor reingekommen. Tresor. Ach, da in der Wand. Mhm. Toll. Nenn mich nie wieder Trüffelschwein. Weil? Papier. Papier ist auch wichtig. Naja, also machst einen Tresor auf und es ist nur Papier drin. Weil es sicher voll wichtige Dokumente gewesen sind. War so ein kleiner Wandtresor, oder? Mhm.
Ja, da habe ich auch schon öfters nur Papier rausbekommen. Die sind irgendwie nicht so tolle. Das werden voll wichtige Dokumente gewesen sein vor der Zombie-Apokalypse. Ja, bestimmt. Hat ja keiner gewusst, dass nachher nichts mehr wert sind. Boah, geh auf. Geh auf! Sag mal. Was sind das denn für Türen? Ah, da geht's raus. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob da noch ein Raum kommt. Da kommt gerade eine Zombie-Harde zum Häuschen. Nimm die Brücke weg, ich bin weit weg. Nee, ich bin auch weit weg. War da etwa gerade ein Bär? Wollt's nur sagen. Hinter der Tür war ein Bär, ich mach die mal nicht auf. Ja. So. Nachlässig ist der Mann. Lässt die Hälfte liegen. Bitte. So ein Billigzeug, da nehme ich einfach nicht mit. Papiergeld. Billigzeug. So. Können wir auch gar nicht gebrauchen, sowas. Nein. Nee, niemals. Was denn? Alles Mögliche, was man scrappen könnte. Wieso? Apropos. Was ist das hier? Wusste, dass du das dann scrappst, das passt. Duke's Casino Token. Was ist denn damit los überhaupt? Kann man scrappen? Kann man, glaube ich, nur scrappen. Ich nicht. Leider. Kann das droppen, aber das ist auch alles, was ich kann. Die gehen das irgendwo in den Tod gerade nicht. Eigentlich sollten die gehen, ja. Na, vielleicht haben sie da in einen Bug reingebastelt. Ich habe eine Metalltür, habe ich gelootet. Und einen Anvil habe ich. Cool, mitnehmen. Aber einen Anvil, glaube ich, kann man scrappen, oder brauchen wir noch einen? Anubis? Was denn? Anvil kannst du scrappen, brauchen wir nicht. Oh, braucht auch nur 30 Sekunden, bis der gescrappt ist. Super. Ja, dann lauf mal weiter zu deiner... Oder wollen wir unseren Loot entladen? Ich weiß nicht, wie voll du bist. Ich bin ziemlich voll. Lass uns entladen erstmal. Ich muss erstmal hier mal ganz kurz... Okay. Woodframe. Was soll ich mit 29 Woodframes? Ja, die kannst du mir wieder, geben, wenn du magst. Die habe ich halt gegeben, weil mein Inventar voll war. Aber die brauchen wir schon. Und weißt du, was das andere für Frames sind? Ich hatte dir noch welche gegeben. Die habe ich gerade gescrappt. Was? Warum? Klein machen. Was waren das für welche? Metall, unwichtiger Scheiß, brauchen wir nicht. Wer sagt das? Ich. Und wer bist du, dass du das sagst? Das waren lustige Frames, die haben wir geschenkt bekommen. Ja, die haben uns jetzt auch Metall gebracht. Boah, jetzt bräuchten wir Metall. Ja, tonnenweise. Ich hab einen Zombie. Juhu. Behalt ihn. Epischer Loot, keiner. Ein Zombie. Da. Ja, dann würde ich aber sagen, dann gehen wir jetzt zurück, entladen uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Okay. Würde ich mal so sagen. Und dann versuchen wir es nochmal mit dem Schatz. Meinst du, ob es dieses Mal überhaupt hinkommt? Bestimmt. Bestimmt. Vielleicht dann nicht wieder irgendwas plötzlich oder völlig. Oh, ein Gänseblümchen, so. Genau. Ich wollte gerade sagen, Gänseblümchen links, Gänseblümchen rechts. Ach. In 20 Folgen sind sie dann vielleicht beim Schatz. Genau, werden wir dann sehen. Jetzt also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Tschüss.